Hi und herzlich willkommen zurück bei Ursat 101. Ich bin's wieder, der Kid Kaios. Ich glaube, ich muss jetzt gar nichts mehr aufnehmen, wegen Vorproduktion, aber ich möchte nämlich gerne wissen, wie es hier weitergeht. Muss aber jetzt gleich auch erstmal was tun. The pod is prepped and ready for its makeover. Did you get the venom in the stink? Ooh, that stinkreek nectar is ripe. And that's enough venom to make us visible from Wisteria. Spark has the scrap fish parts collected. Just put the silly thing together already, would you, Wizard? Verkleide die Raumkapsel. I have programmed a return stream portal inside the Ark, so we only need to use this odoriferous contraption once. Given the assets we had to work with, I'd say it's a perfectly serviceable flying glowfish facsimile. If by facsimile you mean vehicle of our collective doom, then yeah, it's great. The entire spiral is doomed if this ruse fails. Wizard, a word. Look, we don't have to like each other, but we do have to trust each other, at least for now. Are you sure this will get us into Sepidius? Very well then, I trust you, no matter how badly I think this plan, stinks. Oh ye, little faith. Besides, if this doesn't work, it's our existence that ends, not yours, child of Spider. Touché, pig. Guess there's nothing left to do but pile into this smelly tin can and get eaten by a giant ether monster. Let's go. Das klingt nach viel Spaß. Oh. Wow. Was ist das? Ah. Oh. Das gibt's nur als Bilder. Schade. Das hätte ich natürlich gerne animiert gesehen. Aber trotzdem, coole Idee. Coole Idee. Ugh, we made it. Geil. Welcome to the belly of the beast. Wie sieht das denn aus? Status report. Darn it, James, I'm gonna be sick. Mortals, I gotta hand it to you, Pork. Your crazy scheme worked. Of course it did. Never underestimate what can be accomplished when everyone works together. Duly noted. And lucky for you, Pork, we're all about to get our fair share of collaboration. It's time for my part of the plan. Mhm. Das sieht ja mal nicht schlecht aus hier, oder? Hier ist ein Haus. Hat der ein Haus gegessen? I've already done some research on this place. If we do this right, we all get what we want. So listen carefully. Medulla's headquarters is located in the central axon, or main brain. No doubt, that's where he's taken Mallory. All we have to do is run up the squid's rudimentary spinal column, called the notochord. That- Oh, the way is blocked. Looks like old Sepidius has been overeating. Perhaps there is something amongst the detritus that could prove useful in clearing it. Wizard, will you help me search? Well, would you look at that? We just arrived and already a chance to work together. Just be quick about it. Neue Quest, Verstopfung. Cool. Hmm. Was haben wir denn hier für Viecher? Globulin. Irgendwelche Tierchen, die der Tintenfisch verschluckt hat. Intriguing. This appears to have been a mining ship. How fortuitous. I have an idea. Collect some of those sulfur barrels and charcoal crates. Können wir direkt gucken, ob hier noch was versteckt ist. Echt eklig hier drin. Das muss bestimmt stinken wie die Hölle. Der Magen. Kohlekisten einsammeln. Okay. Ja, wo wir schon mal auf dem Weg sind, dann können wir auch gucken, ob hier hinten irgendein Fisch rumlungert oder eine Blume blüht. Excellent. Now let us place these objects near the blockage. Jawohl. Ja, Sir. Hehe, ich lasse ihn da durchlaufen. Durch die stinkende Jauche. I can use these two components to synthesize explosive black powder. Or nearly anyway.
we still notice the numerous crystalline mineral accumulations. That is potassium nitrate or saltpeter. It will be ideal. Gather some quickly. Bisschen Salpeter einsammeln. Kaliumnitrat. Tja. Ich will jetzt nicht behaupten, dass das schwierig ist. Excellent. Adding the saltpeter to the sulfur and charcoal will induce a chemical. Perhaps we should alert the others first, so that they are not caught off guard by the detonation. Ich komme. Die sind aber langsam, oder? Die Tierchen. Spark, have you found a way to clear that blockage? Yes, Captain. We have the ingredients to make explosive black powder. You want to trigger an explosion inside a living creature with no idea how the animal might react? Yes, unless you have an idea that you find more logical which you would like to proffer to the group. Nah, I'm good. Just making sure we're all on the same page. Go ahead, Wizard. Just try not to blow us all up. Zerstöre die Blockade. Aber Empyrea ist schon eine coole Welt, oder Leute? Ganz im Ernst. Yar! What in the 70 skies do you scallywags think you're doing? Haha, seht ihr, wer da ist? Der Fisch. Und wieder zurücklatschen. Ye barnacle brain buffoons! Look at what you've done! Your blasted blasting's going to give this poor old sky squid indigestion! Look, old man, we're on a mission here. We ain't worried about a tummy ache. Ah, you're big. I was once big and reckless like you. Then a few drops of digestive acid turned me into the monster you see today. You see that acid gurgling from the gastric fissures? That's your fault! If they start full-on spewing, we're all as good as dissolved! Das war schon die ganze no, Zeit not so. My beautiful face! I mean, what do we do? Such a task is usually the onus of the globulins, but the Cabal's doings have upset the natural order of things. You'll have to do their jobs for them. Wrestle antibodies from the globulins over there, and then use them to soothe the gastric fissures. Now! Okay. Jetzt muss ich fünf Antikörper sammeln. Schon wieder so eine Sammelquest, Leute. Aber die haben auch nur so wenig Lebenspunkte, ne? Ja. Der Kevin befindet sich jetzt im Inneren eines Tintenfischmagens. Tja. Natürlich auch die Frage. Wie kommt man da wieder raus? Hä? Haben die sich darüber Gedanken gemacht? Achso, die können sich ja beamen. Stimmt ja. Hab ich ganz vergessen. Das ist natürlich ein guter Trick, das Beamen. Hei. Sieht irgendwie voll cool aus, oder?
Okay. Aber die sind ja echt leicht, oder? Das sind ja echt lächerlich leichte Gegner. Wie doof, oder? So ein bisschen, dass man jetzt... Ach. Schon wieder eine Klinge zu viel gehabt. Doof, dass man jetzt hier schon wieder so viele nur besiegen muss. Mann. Abzeichen entdeckt. Globulin-Trotter. Ein von fünf Antikörpern. Och, Freunde. Ist das jetzt wirklich wahr, dass ich das mache? Bitte nicht. Oh, Hop-Globulin. Das ist ein Endgegner. Ah. Interesting. Hm. Da, ich habe Glück gehabt, dass ich da nicht eben aus Versehen in den Kampf gelaufen bin. Ich meine, dann wäre ich geflohen, ne? Ihr kennt mich ja. Ich kämpfe ja nicht, freiwillig gegen irgendeinen Endgegner, für den es dann irgendeinen Pillepalle gibt. Natürlich doof, ne? Dass ich jetzt das nur einmal gefunden habe. Naja. Das sind dann diese Sachen, die so die Freude über das Weiterkommen so ein bisschen dämpfen, wenn du denkst. Ah. Jetzt muss ich x Straßenkämpfe machen, die alle überhaupt nicht anspruchsvoll sind. Und darauf hoffen, dass es schnell vorbeigeht. Ist schon jemand online? Daniel. Ach ja, stimmt. Der hatte übrigens mit mir geschrieben, ne? So. Voll leicht, oder? Ich glaube, da würde sogar eine 3 von 5 gesammelt. Okay, okay. Wir nähern uns dem Ziel. Dann will ich es jetzt gleich mal riskieren. Und vielleicht sogar nur einen. Eine Klinge benutzen. Ich meine, bei so wenig Lebenspunkten. Was soll der Zauber, oder? Der Quatsch. Dann geht es natürlich auch was schneller. Ah. Hm. Schade, ist noch nicht dabei. Ja gut. Wenn ich jetzt eh keinen Angriff habe, dann... Da können wir es auch trotzdem machen, ne? Hallo. Hallo, hallo. Ich demonstriere euch jetzt die Wirkungsweise eines Popschutzes. Und zwar
Nicht vom Kondom, sondern das hier. So, ich hoffe, ihr habt den Unterschied bemerkt. Falls ihr noch nicht wusstet, was das hier überhaupt ist. Hoch. La 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 la. Ich hoffe, ich finde Globuli. Antikörper. Ziel erreicht, besorge Antikörper. Traumhaft. Magenriss. Tja. Der Kevin ist sogar Mediziner. Guter Kevin. Braver Kevin. Aber es hat schon die ganze Zeit da rausgesprudelt, ne? Komischer Freak da oben, der das behauptet hat. So. Guck, da hinten sprudelt es wieder raus. Das hast du ja ganz toll gemacht, Kevin. Ganz toller Doktor bist du. Looks like the coin of fate landed in your favor. Sit. Listen, chum. Sorry we disturbed you. We just needed to clear the way to the notochord. The name's Dent, and you best steer clear of the notochord. That way madness lies. It's... Oh, simple sky sailor. We're quite aware of that. Unlike you, we've come here on purpose. A very important... Pork! No need to burden old Dent with our concerns. Nonsense. It's no burden. I'm just happy to have people to talk to again. I'd love to help you. Oh, would this map be of any use to you? Map? Wizard, let me see it. This is more than a map. It's a detailed schematic of Sepidia's fortress. How'd you come by such a sensitive piece of information, Dent? The Cabal uses Sepidius's belly as their garbage dump. Some careless Cabalist probably threw it out with yesterday's fish sticks. It appears Sepidius, as a fortress, is far better designed and defended than I'd expected. This map has already proved invaluable. Thank you, Dent. Wizard, let me show you on the map how I think we should proceed. To buy time, we're going to make it look like Medulla's tech is systematically failing, allowing Sepidius to fall asleep. Here's how. First, we're going to take the notochord here, to the heart sector, where Beans will use the command console to slow Sepidius's heart rate. Mm-hmm. Interessant. Darn it, Bat, I'm a doctor, not a... Wait, I'm pretty qualified for that. But won't there be Cabalists guarding the place? The wizard and I will deal with them. Your focus will be on the command console. The key is preventing Medulla from remotely overriding you. We'll do the same for the left and right eyes, leaving a crewman behind each time to run the control consoles. Eventually, Medulla will be forced to investigate personally, allowing the wizard to sneak into his headquarters and rescue Mallory. That sounds like a practical plan to me. Yes, I particularly like the teamwork angle, but... What about Medulla? Medulla is mine. You're up first, Beans. Let's go. Yarr! Sorry. It's been a while since I heard a good battle plan. Don't mind me. Have fun storming the Squid Fortress. Jetzt wird's ernst. Jetzt sind wir nicht mehr weit entfernt. Nächste Aufnahmesession? Spätestens übernächste Aufnahmesession. Oh Gott, ich kann es gar nicht vorstellen. Naja, wir müssen auch sehen, wie wir mit Medulla zurechtkommen, ne? Jetzt gehen wir erstmal zum Eingang, zum Herzen, zum Achsenskelett. Jirks, geil, oder? Komm, das ist doch super für ein Thumbnail für diese Folge. Geil, so. Hier geht es. Sepidius. Karte laden. Das Achsenskelett. Ach so. Gibt's gar keine Karte für. Ja gut, hier ist irgendwas anderes. Tinte, ne? Stand da drauf. Oder hier? Oder sind das die Augen? Aha.
Gut, aber wir wollten ja erstmal zum Herzen. All right, Doc. The wizard and I will signal you when the sector is clear. Gotcha. Go. Gut, da gehen wir gleich hin. Oder in der nächsten Aufnahme auf jeden Fall. Ich möchte mal hier noch ein bisschen gucken. Also, viele kleine Dungeons. Also, so viele sind es eigentlich gar nicht, ne? Irks. Und dahinter ist Medulla. Eins. Noch eins. Aha. Uns erwartet einiges. Gut. Dann gehen wir zum Herzen. Und in der nächsten Folge werde ich mich dort ein bisschen, ja, bereit machen im Herzen. Ich hoffe, ihr hattet wieder mal ein wenig Freude. Wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Macht's gut. Ciao.